Seelenzwilling. Als Seelenzwilling bezeichnet man jemand, der sehr ähnlich ist wie wir selbst. Seelenzwilling ist etwas anderes als Dualseele. Dualseele wäre ein anderer Mensch, der ganz anders ist als wir und irgendwo uns zusammen als Ganzes macht. Angenommen, du selbst bist introvertiert, dann würde deine Dualseele, also jemand, den du als Dualseele ansehen kannst, wäre dann eher das Gegenteil. Du introvertiert, der andere extravertiert. Wenn du eher Perfektionist bist, dann ist der andere, die Dualseele, eher laissez-faire und mal sehen, was kommt. In diesem Sinne, Dualseele heißt, zwei Menschen sind ganz unterschiedlich. Seelenzwilling heißt, es sind zwei Menschen, die sehr, sehr ähnlich sind. Ein Seelenzwilling muss nicht unbedingt das gleiche Geschlecht haben. Es gibt auch starke Anziehungskräfte zwischen zwei Menschen und das können sehr gute Partnerschaften sein, die eben feststellen, sie haben ähnliche Anliegen, sie haben ähnliche Weise zu reagieren, sie haben ähnliche Weise zu sprechen, sie wissen, was der andere denkt und fühlt und was er als nächstes sagen will. Diese Art von Seelenzwilling kann zu sehr harmonischen Beziehungen Anlass geben. Allerdings, wenn man seinen Seelenzwilling heiratet, kann das heißen, dass es manchmal irgendwann auch langweilig werden könnte. Letztlich, Beziehung lebt ja auch daraus, dass der andere etwas ergänzt und dass es neue Herausforderungen und Lernaufgaben gibt. Aber vollständige Seelenzwillinge gibt es überhaupt nicht, denn jeder Mensch hat seine eigenen Inkarnationen und auch wenn man vorübergehend in dem anderen sehr viel von sich selbst sieht, wird man im Laufe der Zeit feststellen, dass der andere noch sehr viel andere Anteile hat und dass man gut voneinander lernen kann. Seelenzwillinge muss man natürlich auch nicht heiraten. Es kann auch sein, dass man in einem Verein mit einem Seelenzwilling zusammen ist, dass man sich gemeinsam sehr gut versteht, dass man in dem anderen vieles von sich selbst sieht. Man muss aber auch aufpassen, dass man in den anderen nicht zu viel hineinprojiziert. In der Psychotherapie gibt es ja auch den Ausdruck der Alter-Ego-Projektion. Das heißt, man denkt, der andere sei man selbst und lebt dann vielleicht sogar durch den anderen. Aber in Wahrheit ist jeder Mensch seine eigene individuelle Seele, obgleich wir tief im Inneren alle eins sind. So könnte man auch sagen, eigentlich sind wir alle Seelenzwillinge, eineiige Zwillinge, so wie eineiige Zwillinge alle die gleiche DNA haben, haben wir alle das gleiche Bewusstsein. Wir haben verschiedene Lebenswege, vielleicht verschiedene Charaktere und Körper, aber in der Seele sind wir alle eins.